Ja, hallo? Guten Tag, mein Name ist Kowalewski vom Gesundheitsamt in Köln und ich wollte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Oh, das war sehr nett von Ihnen. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut soweit. Und wie geht's Ihnen so, Frau Bokanowski? Kowalewski, nicht Bokanowski. Ich rufe an im Rahmen der stichprobenartigen Überprüfung auf Einhaltung der Quarantäneregeln. Nach einer Reise in ein Hochrisikogebiet und ich sehe anhand des digitalen Einreiseformulars, dass Sie am Samstag von Gran Canaria zurückgekehrt sind. Das ist völlig korrekt, Frau Bokanowski. Kowalewski. Ach ja, Entschuldigung, mein Fehler. Und dann müssen Sie ja mindestens 5 Tage in Quarantäne verbringen und können diese mit einem negativen Test beenden. Das ist mir durchaus bekannt. In Gran Canaria sind die Zahlen aber während meines Aufenthalts unter die Einstufungsgrenze zum Hochrisikogebiet gesunken. Und das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Gran Canaria gehört nun mal zu Spanien. Auch das ist mir durchaus bekannt. Jedoch liegt es geografisch betrachtet nicht so ganz in der Nähe. Das spielt keine Rolle. Ach so, verstehe. Nun ist es schon das 3. Mal, dass ich versuche, Sie zu erreichen und die ersten beiden Male sind Sie nicht ans Telefon gegangen. Da konnte ich nicht. Ach so, und warum nicht, wenn Sie sich ja doch in Quarantäne befinden? Ich habe Pornos geguckt. Wie bitte? Ich habe Pornos geguckt. Wollen Sie mich jetzt auf den Arm nehmen? Nö. Mal angenommen, Sie haben tatsächlich Pornos geguckt. Warum konnten Sie da nicht ans Telefon gehen? Weil, wenn ich Pornos gucke, auch immer masturbiere. Bitte was? Weil, wenn ich Pornos gucke, auch immer ganz viel masturbiere, wichsen, verstehst du? Jetzt sagen Sie mir nicht, dass Sie das nicht kennen, Frau Bokanowski. Und da sind die Hände immer so ein bisschen glitschig und da ist das mit dem Smartphone noch echt schwierig. Kowalewski, verdammt nochmal, was soll das eigentlich immer mit Bokanowski? Das machen Sie doch absichtlich. Haben Sie nie Huxleys Schöne Neue Welt gelesen? Das sollten Sie mal, ist total super. Da haben die Menschen permanent Sex und nehmen Drogen. Und haben auch Sex auf Drogen. Das sollten Sie mal probieren. Also, das Buch meine ich natürlich wohl. Soll das ein Witz sein? Nö, warum? Ich meine, Sie sitzen da in Ihrer Verrichtungsbox und telefonieren Leuten wie mir nach. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch so ein klitzekleines bisschen geil macht. Hm. Aber es frustriert sie auch, denn sie kontrollieren Leute, die im Urlaub waren. Und sie haben keinen Urlaub, denn sie müssen ja Urlauber kontrollieren. Und dann sind diese Leute auch nicht nett zu ihnen, wenn sie anrufen. Das macht sie dann so ein wenig wütend. Dann fahren sie abends nach Hause so ein wenig geil, weil man ihnen ein bisschen Macht gegeben hat und frustriert und wütend und dann müssen sie erstmal runterkommen, wenn sie zu Hause sind und wünschen sich insgeheim, dass dort jemand auf sie wartet und es ihnen einmal so richtig dolle besorgt wird, ist aber nicht. Und wenn ich sie mir dann so vorstelle, wie sie da so sitzen in ihrer Box, na, züchtig die Haare zu einem Zopf, schön feste, nach hinten gebunden, ja? Und so ein bisschen bieder vielleicht, ja? Vielleicht eine etwas zu enge weiße Bluse, züchtig bis zum Hals zugeknöpft und dazu so einen blauen Faltenrock, ach ja. Und so eine Sekretärinbrille, ja, ein wenig zu groß für den kleinen Kopf. Und dann schwitzen sie so ein wenig in ihrer kleinen Verrichtungsbox, ja, und die Nippel versuchen sich einen Weg zu bahnen durch den gestärkten und gebügten Stoff ihrer, wie schon erwähnt, etwas zu engen Bluse. Und dann, ach nö, jetzt sind wir gerade dabei, waren uns nicht erkennen zu lernen. Naja, was soll's. Kein Anschluss unter dieser Nummer.